Wer auf der Bundesstraße 6 von Bautzen nach Dresden fährt, kommt zwangsläufig auch durch Goldbach. Allerdings sieht man auf der kurzen Durchfahrt nur wenig von dem Bischofswerdaer Ortsteil. Um ins Zentrum zu gelangen, muss man an der Kreuzung rechts abbiegen und noch etwa einen Kilometer fahren. Hier am Dorfteich mit der neu gestalteten Informationstafel haben wir uns mit den Ortschronisten Gerald und Gisela Heusinger verabredet. Gerald Heusinger berichtet uns zunächst von den Ursprüngen. Fangen wir mal bei der Zahl an. Ich sage mal eine Zahl um 1226, bewusst um 1226, weil es gibt Eintragungen, die bekunden 1225 oder 1226. Einen wissenschaftlichen, exakten Nachweis gibt es nicht. Goldbach war ursprünglich ein typisches Waldhufendorf, was sich heute auch noch in der Ortslage widerspiegelt. Für den Namen des Ortes gibt es laut Gerald Heusinger zwei mögliche Erklärungen. Einmal, das Wort Goldbach rührt auf dem Begriff am goldenen, am hellen Bach, das ist die eine Sache. Und die andere Möglichkeit, was sehr real klingt, es wurde tatsächlich Gold gefunden. Die Wesnitz hat sehr früher und auch heute noch zum Teil Goldfunde oder sind Goldfunde nachgewiesen worden. Wie die meisten Dörfer war auch Goldbach zunächst hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt. Doch ab dem 19. Jahrhundert durchlebte der Ort eine erstaunliche industrielle Entwicklung, was sich in der Gründung zweier weit über die Region hinaus bekannter Fabriken widerspiegelt. Die Buntpapierfabrik hat ihre Produkte, also Buntpapier und Luxuspapier, in alle Welt exportiert, bis nach Amerika. Also da gibt es auch Nachweise, dass man die Goldbacher recht stolz auf dieses Erzeugnis sein könnten. Der zweite Betrieb entwickelte sich aus einer Mühle an der Wesenitz zunächst zur Tuch, später zur Schuh und schließlich zur Bällefabrik. Heute lebt Goldbach hauptsächlich von Handwerk und Kleingewerbe. Den Stolz des Ortes bildet jedoch die Grundschule direkt im Ortszentrum, an dem sich in den letzten Jahren große Veränderungen vollzogen haben. Gisela Heusinger hat die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Es ist eine völlig neue Schule entstanden. 2020 wurde begonnen mit dem Bau. Vorher gab es eine andere Schule natürlich, 1912 bis 2020. Ich habe dort als Schulleiterin, erst als Teilschulleiterin und nach der Wende hatte ich mich beworben und habe die Grundschule bis 2007 geleitet. Heute lernen hier fast 90 Kinder aus Goldbach, Groß-Drebnitz, Weikersdorf und Ramenau in einer modernen und bestens ausgestatteten Schule. Und wo es eine Schule gibt, ist auch meistens die Kirche nicht weit. Die Goldbacher Kirche weist schon von außen weithin sichtbar eine Besonderheit auf, die aber nicht von Dauer sein soll. Pfarrer Joachim Rasch erklärt, was es damit auf sich hat. Die Kirche ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten sogar gelb gewesen. Und bei der Sanierung des Kirchturms vor wenigen Jahren sind wirklich Farbreste gefunden, ganz, ganz kleine Farbreste in diesem roséfarbenen Ton. Und gemeinsam mit dem Denkmalschutz und dem Kirchenvorstand haben wir damals beraten und uns entschlossen, diese jedenfalls ältere Farbgebung wiederherzustellen, vielleicht sogar die ursprüngliche des jetzigen Baus. In der Kirche befindet sich eine Stempelstelle des sächsischen Jakobswegs, der von Bautzen kommend über Bischofswerda und Goldbach bis ins fränkische Hof führt. Pilger und Wanderer können am Dorfteich auf einer neu errichteten Sitzgruppe rasten. So wie jeder andere Ort lebt aber auch Goldbach in erster Linie durch seine Menschen. Zwei Goldbacher, die sich jeweils einem besonderen Hobby verschrieben haben, stellt uns Gerald Heusinger zum Schluss unseres Besuchs vor. Sehr interessantes Hobby hat Herr Dietmar Tscheid. Der Herr Tscheid ist seit vielen, vielen Jahren ein Hobby-Metrologe, der akribisch alle Messdaten erfasst und Wetterdaten. Er ist auch so weit sachsenweit bekannt, dass er zweimal in der Woche die aktuellen Messwerte an MDR1 Radio Sachsen durchgibt. Und die Messwerte, da freuen sich dann die Goldbacher, wenn sie im Radio den Namen Goldbach hören. So, und der andere, der junge Mann, der Thorsten Müller, ist sozusagen ein begeisterter Hobbyastronom, der sich also mit den Sternen recht gut ausgeht und er fotografiert auch so, muss man sagen.
den nächtlichen Himmel. Und wenn man sieht, wie oft abends oder bei gutem Wetter die Sternwarte aufgeht, da zieht man alle Hut. Da sitzt manchmal stundenlang sicherlich vor dem Bildschirm oder sitzt am Teleskop. Ein interessanter Ort mit interessanten Menschen. Auch Sie sind in Goldbach herzlich willkommen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.